Hey, Hallöchen, ich grüße euch. Ich komme gerade vom Einkaufen. Ich war beim Aldi und habe für 35 Euro eingekauft. Wir haben ein kleines Fest vor und ich werde einen Kuchen backen und ich ärgere mich auch gerade schon wieder, weil es mir wieder passiert ist. Ich habe aus Versehen wieder was gekauft, was nicht vegan ist. Diese Brownie-Mischung, die ist vegan. Die habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich die mache. Die kann man sehr gut machen, einfach indem man statt den Eiern, die hier angegeben sind, dann halt ein veganes Eipulver beigibt oder geschrotete Leinsamen als Ersatz. Dann habe ich diese Schweizer Bio-Schokolade gekauft. Die hat auch ein Siegel. Und also die will ich schmelzen, dann darüber geben und dann wollte ich so Perlen drauf machen, ja, so Zuckerperlen. Und ich habe das durchgelesen und ihr seht es auch hier, ich habe auf das Wachs geachtet. Normal sind die mit Bienenwachs überzogen, aber ganz am Schluss steht Shellac. Und ich dachte, Shellac, okay, ich weiß nicht, was Shellac ist, aber das ist tatsächlich ein Tierprodukt hier. Shellac wird aus Läusen gewonnen. Ja, die waren irgendwie die Läuse getötet und dann, ich will es mir gar nicht vorstellen, finde ich jetzt super eklig. Das werde ich also nicht verwenden. Ich habe das gekauft, weil ich habe in meinem Bestand hier dieses Tütchen. Das zeige ich euch mal. Und das ist vegan. Das ist ein bisschen doof mit einer Hand. Moment. So. Non-Palais. Heißen die? Die sind bunt. Bio-vegan. Und die sollen bunt sein. Und die sind aber so sehen die aus, ja. So ganz hell. Und die haben eigentlich keine Farbe. Ja. Okay. Jedenfalls zurück zu meinem Einkauf. Ich ärgere mich, dass ich das hier erwischt habe. Ja, jetzt habe ich es natürlich und die Läuse sind schon tot. Aber ich will das eigentlich nicht essen, deswegen kommt das jetzt mal weg. Okay. Dann gibt es gerade reduzierte Preise wegen Januar. Ja, also alle veganen Produkte sind im Preis reduziert. Die gibt es zum Probierpreis. Und ich habe vor, so belegte Brote zu machen. Habe hier die zwei veganen Brote mit volles Korn und die anderen hier mit Trockenvollkorn. Die haben ein Vegan-Siegel drauf. Die habe ich auch schon öfter gekauft. Die sind super saftig und die ein bisschen belegen. Dafür habe ich den Räuchertofu. Das ist immer lecker. Und dann werde ich mal ausprobieren den Simpli-V-Käse würzige Genießerscheiben auf Mandelbasis, aber auch mit Kokosöl dabei. Und ja, hier ist die Nährwerttabelle. Gesättigte Fettsäuren sind da halt 17 Gramm drin. Also nicht so toll, kann man mal machen. Dieser Brotbelag ist gut für dich und für die Umwelt. Das mag sein, für die Umwelt vielleicht, aber für mich, naja. Ein paar Tomaten dazu und diese drei Aufstriche, die liebe ich. Diese rote Beete, Meerrettichaufstrich, ist derbst lecker. Ja, und Kräutertomate. Und wen habe ich noch? Linse Curry. Ich liebe die drei. Und die haben eine schöne Farbe, wenn ich da unterschiedliche Brote belege. Das wird nett ausschauen. Dazu gibt es ein paar Radieschen zum Garnieren. Dann so Kresse und Oliven. Dann, ja, Corona-Tests habe ich mitgebracht. Die sind gerade günstig für 2 Euro. Und Pumpernickelbrot ist auch vegan. Das sieht auch nett aus, wenn man da so kleine Türmchen macht mit unterschiedlichen farbigen Aufstrichen. Bisschen Snackmöhren und was zu knabbern. Diese Grisotti habe ich in Sesammohn und Leinsamen gekauft. Dann sind sie vegan. Die gibt es aber auch mit Käse. Dann sind sie natürlich nicht vegan. Diese Prinzessbrezel habe ich auch schon lange nicht mehr gekauft, sind vegan. Ich kaufe sie eigentlich nicht, weil Palmfett drin ist, aber ich habe heute mal eine Ausnahme gemacht. Ja, dann gibt es hier noch schwäbischer Kartoffelsalat mit Essig und Öl. Der ist einfach auch lecker und den habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ja, 750 Gramm Eimer. So, das ist mein veganer Einkauf und ja, das war's. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Da hinten Corpus Delicti. Nervt mich, ja, passiert immer wieder. Mich nervt auch, muss ich ehrlich sagen, dass es das Vegan-Siegel nicht sehr viel anders aussieht wie das Vegetarisch-Siegel. Dass man sich doch oft vergreift. Okay, macht's gut. Ciao.